Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute geht's weiter mit der Aktion Theater der Pilze und einer unter tausend. Das unvorhersehbare Schachbrett ist voll von verschiedenen mysteriösen Singularitätsvorrichtungen, deren faszinierenden Elementarkräfte immer weiter ausdehnen. Der Schlüssel zum Sieg scheint darin zu liegen, das Beste aus den Vorrichtungen zu schöpfen. Die Singularität Verflüssigung und Singularität Vereisung in der aktuellen Partie fügen, sobald sie eingenommen sind, Vorrichtungen in der Nähe fortlaufend Hydro- und Kryoschaden zu, machte das zunutze, um den Sieg zu erringen. Wenn du eine Vorrichtung besiegst, erhältst du einen zusätzlichen Wunderglibber. Gut. Unsere Gegner sind eine ballistische, also eine physische Schadensvorrichtung, Kryo, Elektro und Hydro. Also ich würde sagen, Pyro ist hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann vielleicht sogar nochmal Pyro. Und dann die beiden. Denn für den Rest haben wir noch die beiden Vorrichtungen. Genau. Was ich nicht ganz verstanden habe letztes Mal, muss man die Vorrichtung nur einmal einnehmen, diese Singularität, und ist sie dann die ganze Zeit aktiv? Mal gucken, wie merkt man das denn, wenn da keine Wellen mehr kommen, oder? Würde ich sagen. Ja, genau. Ne, die macht dann tatsächlich nichts mehr. Wow, okay. Also die muss man permanent einnehmen. Sonst funktioniert es nicht mehr. Da verliert man ja dann auch seinen Schaden. Tja. Jetzt benutzt man es eher nur für eine Reaktion, sozusagen. Oder gut, in dem Fall können wir tatsächlich dagegen kämpfen. Kollege. Ost. Ach, hier muss man ein Ziel wählen. Drei Vorrichtungen, das sind die letzten drei. Nice. Oh, unter 2 Minuten werden wir schaffen. Let's go. Damn, das lief ziemlich gut, würde ich sagen. 1:52, das ist nicht sogar meine beste Zeit. Könnt, naja, meine Beste ist wahrscheinlich nicht, aber unter 2 Minuten hat jetzt schon länger nicht mehr. Schauen wir mal. 42 Sekunden. Doch, es ist meine beste Zeit. 1:56 war es davor. Also das erste zählt nicht, weil es war der Testlauf, der ist ja viel kürzer. Nee, doch, das war tatsächlich meine beste Zeit. Wow, krass. Alright. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.